So, am Spaß unten kann man sehen, dass die Gasanlage verbaut. Da ist der Filter, da oben sind die Einspritzdüsen, hier ist die Servoleitung. Ist halt vom Zustand her für das Alter noch soweit in Ordnung. Das Getriebe ist ja ziemlich neu, das soll nicht viel runter haben. Die Kupplung ist auf jeden Fall neu. Warum der jetzt hier nass ist, frage ich mich gerade auch. Ach so, wegen der Wasserpumpe. Ja, die ist ja kaputt, die leckt. Die Wasserpumpe wird auf jeden Fall noch neu gemacht. Dann ist das ja auch nicht mehr alles so nass. Die Bremse ist auf jeden Fall neu. Und die sind komplett vorne und hinten die Scheiben neu gekommen. Die Achse hat zwar so grobe Anrostungen, aber das ist alles nur oberflächlich. An sich ist die Achse soweit noch in Ordnung. Die Bremsleitung in Schwarz und in Grün, die nach hinten gehen, beide sind schon erneuert worden. Das kann man da schön sehen. Und dann ist das Weiße, was man hier überall sieht, das ist Hohlraumversiegelung. Dieser ganze weiße Dunst, der hier drauf ist, das ist alles Wachs. Hohlraumversiegelung, hier oben sieht man das auch. Da ist ungefähr 2 Liter Wachs drauf gekommen auf die komplette Karosse überall, auch innen drin. Und der Benzinfilter ist auch komplett neu. Das ist die Handbremse, die ja leider abgerissen ist, die noch gemacht werden muss. Licht an. So, da ist der Hebel hier abgerissen. Die beiden Seile sind neu gewesen, aber der Hebel ist halt weg. Den kann man oben anziehen, da passiert nichts, weil das Stück hier hinten raus ist weg. Dann muss jetzt noch getauscht werden. Und dann die beiden Fangbänder vom Tank müssen gemacht werden. Das hier ist schon eingerissen. Das hier schon durchgerissen. Das sieht man da richtig gut. Und dann wird das auch nicht mehr vom TÜV beanstandet. Die Bremsleitung bis hier oben dran ist auch schon neu. Und das Stück hier unten ist auch okay. Das ist zwar der Stoßdämpfer, weil der noch funktioniert. Nur sind da Staubmanschetten halt, die fehlen. Und das sind die Federn, die sind vom Bauen her wahrscheinlich so ein bisschen durchgelatscht. Werden aber vom TÜV nicht beanstandet, weil es da kein Problem gibt. Der Tank wurde schon mit Hohlraumversiegelung überarbeitet. Mit Rostschutz und mit Unterbodenschutz auch schon überarbeitet. Das wird wahrscheinlich nochmal ein neues Stück Rohr reinkommen müssen, weil das bläst ab. Hier ist die Bremsleitung mit Fett eingeschmiert, was auf der anderen Seite auch so ist. Die Bremsleitung, das Stück ist neu. Das Stück da, bis dahin ist neu. Und Stoßdämpfer sieht hier besser aus als drüben. Man sieht da auch nochmal die Bremsscheiben. Die bremsen sich frei, je mehr man damit fährt. Ja, an sich ist das eigentlich schon alles, was man sieht. Das ist das ganze Kabelgewirre noch von der Gasanlage. Das ist der riesen Gastank. Und das ist die Achse, die ist auch noch voll in Ordnung, was bei denen immer so ein Problem ist. So, Bremssättel hinten rechts und hinten links sind beide neu. Zusammen mit der Bremse neu gekommen. Und dementsprechend ist da auch kein Problem bei den Bremssätteln. Die werden ohne Probleme so, weil sie auch die Bremsleistung erreicht haben. Da haben wir schon auch einen Prüfstand mit. Werden auch so durchgehen. Ja, das ist halt das Auto von unten dann gesehen. Ansonsten, Anhängerkupplung ist verbaut. Funktioniert auch alles mit der Kabellage. Hier sieht man auch wieder überall, dass dieser Hohlraumwachs versprüht ist. Ja, wenn da noch Fragen sind. Das sind übrigens die Verkleidungen. Diese Plastikverkleidung von außen. Ja, Kart ist verbaut. Der hat ja auch eine Originalkart noch drin anscheinend. Ist halt ein Riesenauto.